Der Verfahrensbeistand, der Anwalt des Kindes. Die Rolle des Verfahrensbeistandes soll heute Thema in meinem Video sein. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Oliver Abel, ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK in Köln-Rodenkirchen und ich bearbeite hier das familienrechtliche Dezernat. Aufgrund der vielen Anfragen von euch, insbesondere zu Kindschafts- und auch Umgangssachen, möchte ich heute in meinem Video die Rolle des Verfahrensbeistandes etwas näher erläutern. Insbesondere, weil es immer wieder auch zu Problemen mit dieser Rolle des Verfahrensbeistandes kommt und ihr mir sehr häufig auch erzählt, dass das ein sehr schwieriges Verhältnis habt, ist, was ihr dort zu den eingesetzten Verfahrensbeiständen und Verfahrensbeiständinnen habt. Zunächst einmal zu der Rolle des Verfahrensbeistandes. Der Verfahrensbeistand wird durch das Gericht regelmäßig in Kindschaftssachen bestellt. Das ist so vorgesehen, dass die Rolle des Kindes durch den Verfahrensbeistand halt abgedeckt ist. Der Anwalt des Kindes, der Kindeswille soll durch den Verfahrensbeistand in Gerichtsverfahren insbesondere gewährleistet sein. Das heißt, eine Verfahrensbeiständin, ein Verfahrensbeistand nimmt das dahingehend wahr, sie wird bestellt. Sie nimmt Kontakt mit den Beteiligten auf, insbesondere mit dem Kind, und wird dann in Kindschaftssachen dem Gericht darüber berichten. In Eilverfahren, die in Kindschaftssachen auch regelmäßig vorgeschaltet laufen, wird es so aussehen, dass höchstens einmal der Verfahrensbeistand möglicherweise sehr zeitnah vor dem Termin mit euch, mit dem Kind Kontakt aufgenommen hat, da mit dem Kind gesprochen hat, wenn es in Obhut genommen wurde, dort, wo das Kind sich befindet, gesprochen hat, dann euch kontaktiert hat. Oftmals tatsächlich auch am Tag der Verhandlung noch und daraus dann ableitet, was angeblich der Kindeswille ist und das dem Gericht dann letztendlich auch so präsentiert. Da steckt natürlich schon die Schwierigkeit drin, dass ich aufgrund dieser beschleunigten Verfahren da als Verfahrensbeistand eigentlich nicht tief einsteigen kann und auch ergründen kann, was der Kindeswille wirklich ist. Trotz alledem wird der Verfahrensbeistand vor Gericht gehört werden und Entscheidungen der Familiengerichte sind in der Regel auch so, dass sie der Empfehlung der Verfahrensbeistände durchaus folgen. Es sind Exoten, wo das Gericht sich komplett über die Empfehlungen der Verfahrensbeistände hinwegsetzt und eine andere Entscheidung trifft, sodass ich gerade, wenn die Kommunikation und auch das Verhältnis zwischen Verfahrensbeistand und Eltern angespannt ist und man das Gefühl hat, dass der Verfahrensbeistand da eigentlich schon einem etwas Böses möchte, dass sich da natürlich die Frage stellt, was kann ich dagegen eigentlich tun? Der Wunsch, diesen Verfahrensbeistand abzulehnen, Befangenheitsanträge, das gibt es in der Form nicht. Also ihr werdet da nur in den krassesten Ausnahmefällen, wenn der Verfahrensbeistand tatsächlich mit einem verwandt ist oder wenn es wirklich belegbar ist, dass er hier wieder besserem Wissen Ausführungen zum Kindeswillen macht, in die Rolle kommen, dass das Gericht ihn dann entbindet. Ansonsten wird diese Position des Verfahrensbeistandes euch begleiten in den Verfahren. Auch in Folgeverfahren wird dann der gleiche Verfahrensbeistand regelmäßig gewählt durch das Gericht und ihr müsst euch mit dem auseinandersetzen. Das ist natürlich unabhängig davon, dass man auf die Ausführungen des Verfahrensbeistandes natürlich zu reagieren hat, insbesondere wenn sie eure Interessen, gerade wenn es euren Interessen zuwiderläuft. Und da muss ich sagen, dass Verfahrensbeistände häufig über ihre Position Verfahrensbeistand im Ergebnis hinausschießen. Das heißt, sie sollen die Rolle des Kindes abdecken, sie sind nicht unparteiisch, sie sind parteiisch auf die Interessen des Kindes ausgelegt. Aber was immer wieder mal zu beobachten ist, dass Verfahrensbeistände sich über diesen Kindeswillen dann aufschwingen förmlich und dem Gericht mehr oder weniger vorgeben wollen, welche Sorgerechtsentscheidung das Gericht zu treffen hat. Das ist natürlich dann eine klare Überdehnung des Auftrages des Verfahrensbeistandes. Der Verfahrensbeistand hat nicht die Aufgabe des Gerichts oder die Vorarbeit für das Gericht zu leisten. Entscheidungen, was mit dem Sorgerecht ist, insbesondere Eingriffe ins Sorgerecht, das ist ureigene Aufgabe des Gerichts. Und der Verfahrensbeistand darf zwar berichten über seine Einschätzung des Kindeswillens und auch den ausdrücklichen Kindeswillen darf er natürlich berichten,
Aber das kann nicht so weit führen, dass der Verfahrensbeistand hier schon konkrete Maßnahmen empfiehlt und das Gericht diese Maßnahmen häufig dann auch mehr oder weniger nur noch abnickt. Also dann ist letztendlich etwas arg in der Schieflage und da müsst ihr reingehen. Da müsst ihr dann aktiv werden und da müsst ihr dann tatsächlich auch über das Gericht mal deutlich machen, dass der Verfahrensbeistand hier insbesondere seine Rolle überdehnt. Wenn ihr betroffen seid, wenn ihr Probleme habt mit dem Verfahrensbeistand, schaut auf unsere Internetseite, schaut auf den Link. Da haben wir die Situation, insbesondere auch die Schwierigkeiten, die möglicherweise euch treffen, nochmal etwas aufbereitet. Wenn ihr betroffen seid, könnt ihr selbstverständlich auch gerne zu uns kommen. Wir gucken euren konkreten Fall an, insbesondere Verfahrensbeistand und Schwierigkeiten damit. Vielen Dank für euer Interesse heute. Dankeschön.